Es war einmal ein reicher Kaufmann, der drei Töchter hatte. Die jüngste der Töchter hieß Schönheit. Die Schwestern mochten sie nicht, weil sie jedermanns Favorit war. Eines Tages würde der Vater in die Stadt gehen und seine Töchter fragen, was sie als Geschenk mitbringen sollten. Die älteren Schwestern baten um kostbare Kleider und Verzierungen, und die jüngere bat um eine scharlachrote Rose, die schönste der Welt. Der Kaufmann wurde nachdenklich, versprach aber, alles zu tun, um eine solche Blume zu finden. Und auf die Straße. Der Vater fand schnell Geschenke für die ältesten Töchter, aber für die jüngsten konnte er sie nicht finden. Jede Rose, die der Kaufmann auf seinem Weg traf, war schöner als die vorherige. Wo immer er hinschaute. Und dann führte ihn die Straße in einen dichten Wald. Dort war es sehr dunkel und kalt. Plötzlich tauchten in der Ferne Lichter auf. Als der Kaufmann näher kam, sah er eine riesige alte Burg, alle aus Gold und Diamanten. Er betrat das Tor und betrat eine Halle voller Juwelen. Er sah, dass es in der Mitte des Saals einen Tisch gab und kein Geschirr darauf, und alle Geschirrteile waren aus Silber und Gold. Aber die Burg war leer, es gab niemanden. Der Kaufmann dachte, dass der Besitzer wahrscheinlich jeden Moment kommen würde. Er wartete eine Stunde, zwei, drei, niemand tauchte auf. Der Kaufmann konnte nicht widerstehen und setzte sich an den Tisch. Nachdem der alte Mann vom Bauch gegessen hatte, machte er sich auf den Weg. Als der Kaufmann die Gasse entlang fuhr, sah er einen Rosenbusch von beispielloser Schönheit und erinnerte sich an die Bitte seiner jüngsten Tochter. Er fuhr vor und pflückte die schönste Rose. Im selben Moment blitzte ein Blitz auf, ein Donner schlug ein, es brüllte und erhob sich wie aus dem Boden vor dem Kaufmann und nicht vor einem Tier oder einem Mann, sondern vor einer Art Monster, schrecklich und pelzig. Es war zu wütend, dass der Händler seine Lieblingsblume pflückte, anstatt dem Besitzer für seine Gastfreundschaft zu danken. Der alte Mann war sehr verängstigt und sagte, dass er alles tun würde, solange er ihn nicht tötete. Für ein solches Vergehen stimmte das Biest zu, eine seiner Töchter zu heiraten. Aber nur diejenige, die aus Liebe zu ihrem Vater selbst kommen will. Und wenn keiner kommt, dann der Tod des Kaufmanns. Der alte Mann trauerte und beschloss, nach Hause zu gehen, um sich von seinen Töchtern zu verabschieden. Er wollte keinen von ihnen für ein wildes Tier aufgeben. Ich stieg auf mein Pferd und ging nach Hause. Nachdem er die Kinder getroffen hatte, gab er allen Geschenke und erzählte von seinen Abenteuern. Die älteren Schwestern stürzten sich auf die Jüngeren, sie sagen, es sei ihre Schuld, sie bestellte eine miese Blume, für die der Vater jetzt mit seinem Leben bezahlen muss. Worauf Beauty antwortete, dass sie gerne anstelle ihres Vaters zum Tier gehen würde. Und so machte sich Beauty am nächsten Tag auf den Weg. Das Pferd fand schnell den Weg zurück zum Schloss. Als sie die Halle betrat, fand sie einen Tisch mit exquisiten Weinen und Essen. Die Schönheit dachte, dass das Biest sie essen wollte, also füttert sie sie. Sobald sie zu Abend gegessen hatte, brüllte es und ein schreckliches und haariges Monster erschien wie unter der Erde. Und das Biest sagte zu Beauty, dass sie, da sie selbst aus freien Stücken hierher gekommen ist, ein gutes Herz hat. Und so wird das Monster auch nett zu ihr sein. Und mit diesen Worten verschwand das Biest. Beauty wachte morgens auf und beschloss, einen Spaziergang zu machen. Als sie einen der Räume betrat, sah sie eine Inschrift auf dem Tisch, was auch immer die Schönheit wünscht, ich werde es tun. Das Mädchen dachte, dass das Monster doch nett ist und er es wahrscheinlich nicht essen wird. Sie lebten also lange, das Biest behandelte die Schönheit sehr gut und erfüllte alle ihre Wünsche. Eines Tages träumte das Mädchen, dass ihr Vater krank sei. Sie wollte ihn unbedingt besuchen. Die Schönheit bat das Biest unter Tränen, sie gehen zu lassen, und versprach, dass sie definitiv zurückkommen würde. Das Monster antwortete, dass sie frei sei und zurückkehren könne, wann immer sie wollte. Am nächsten Tag zog Beauty ihre teuersten Kleider an und ging zu ihrem Vater. Er war sehr glücklich, seine Tochter gesund und munter zu sehen. Ihre Schwestern kamen gerannt und sahen, dass sie noch schöner geworden war und sich sogar wie eine Königin gekleidet hatte.
Eine Woche später hatte Beauty den Traum, dass das Biest im Park im Gras lag und starb. Sie wachte entsetzt auf und beschloss, dringend zurückzukehren und ihn zu heilen. Als sich das Mädchen der Burg näherte, sah sie den leblosen Körper des Tieres im Gras. Ihr Herz brach vor Mitleid. Die Schönheit eilte mit Tränen zu ihm und küsste ihn. Und im selben Moment blitzte ein Blitz, ein Donner schlug ein, die ganze Burg wurde mit hellem Licht beleuchtet und überall wurde Musik gespielt. Das Monster verschwand und an seiner Stelle lag der charmanteste Prinz im Gras. Er erzählte Beauty, dass diese böse Fee ihn verhext und in ein Monster verwandelt hatte, bis sich ein junges, schönes Mädchen in ihn verliebte und heiraten wollte. Die Schönheit gab ihm ihre Hand und sie gingen zum Schloss. Am nächsten Tag heirateten Beauty und der Prinz und heilten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. So kann ein gutes Herz einen bösen Zauber brechen. Es war einmal eine alte Ziege. Sie hatte 7 Kinder. Sie liebte sie so sehr, wie nur eine Mutter ihre Kinder lieben kann. Sie würde in den Wald gehen und Kräuter und Zweige zum Mittagessen bringen. Sie rief alle ihre Kinder an und warnte sie, Angst vor dem bösen Wolf zu haben. Er gibt oft vor, aber man erkennt ihn sofort an seiner unhöflichen Stimme und den schwarzen Pfoten. Die kleinen Kinder verstanden alles und versicherten ihrer Mutter, dass sie sehr vorsichtig sein würden. Die alte Ziege machte sich ruhig auf den Weg. Es ist wenig Zeit vergangen. Plötzlich klopfte jemand an die Tür und rief mit unhöflicher Stimme, dass die Kinder sie sofort öffnen sollten. Aber die Kinder von der rauen Stimme erkannten, dass es ein Wolf war. Sie antworteten, dass es nicht die Stimme der Mutter war, ihre Stimme war freundlich und dünn, und diese Stimme war sehr unhöflich, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann ging der Wolf zum Kaufmann und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß es und seine Stimme wurde dünn. Er kam zurück, klopfte an die Tür und bat die Kinder mit dünner Stimme, sie zu öffnen. Der Wolf legt seine Pfote auf das Fenster und wartet. Und die Kinder sahen sie und antworteten, dass die Pfoten der Mutter nicht schwarz, sondern weiß seien, was bedeutet, dass es ein Wolf war. Dann rannte der Wolf zur Bäckerei und bat ihn, ihm etwas Teig zu geben. Der Wolf salbte seine Pfote mit dem Teig. Der Bösewicht näherte sich zum dritten Mal der Tür, legte seine weiße Pfote auf das Fenster und klopfte an. Sie sahen die Kinder, dass die Pfote weiß war, und dachten, dass es ihre Mutter war. Sie öffneten die Tür, aber vor ihnen war ein Wolf. Sie hatten Angst und begannen sich in alle Richtungen zu zerstreuen. Ein Kind sprang unter den Tisch, ein anderes auf das Bett, das dritte auf den Herd, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter das Waschbecken und das siebte versteckte sich in der Standtür. Aber der Wolf fand sie alle, öffnete die Kiefer und schluckte eins nach dem anderen. Nur eines fand er nicht, den jüngsten, der sich in der Uhr versteckte. Nachdem er sich satt gegessen hatte, ging der Wolf. Er streckte sich auf einer grünen Wiese unter einem Baum aus und schlief ein. Bald kam eine alte Ziege aus dem Wald nach Hause. Oh, was hat sie dort gesehen? Die Tür stand weit offen. Der Tisch, die Stühle und die Bänke waren umgekippt, das Waschbecken war kaputt, Kissen und Decken wurden vom Bett geworfen. Sie begann nach ihren Kindern zu suchen, konnte sie aber nirgendwo finden. Ich habe sie beim Namen genannt, aber niemand hat geantwortet. Sie ging zur Uhr und als Antwort ertönte eine dünne Stimme des jüngsten Kindes. Sie brachte ihn daraus und er sagte, dass ein Wolf kam und alle aß. Wie die Ziege um ihre armen Kinder weinte. Schließlich verließ sie das Haus und die jüngste Ziege rannte ihr nach. Sie kam auf die Wiese, sah, ein Wolf lag am Baum und schnarchte, so dass die Zweige zitterten. Sie sah ihn von allen Seiten an und sah, dass sich in seinem geschwollenen Bauch etwas bewegte und zappelte. Sie vermutete, dass dies ihre Kinder waren und war sehr glücklich, dass sie noch lebten. Sie sagte dem Kind, es solle so schnell wie möglich nach Hause rennen und eine Schere, eine Nadel und einen Faden mitbringen. Dann schnitt die Ziege dem Wolf mit einer Schere den Bauch ab und von dort streckte ein Kind den Kopf aus. Und dann sprangen andere heraus, alle 6, und ihnen passierte nichts Schlimmes. Was für eine Freude es war.
Sie begannen, ihre Mutter zu umarmen, zu springen und zu tanzen. Dann sagte die alte Ziege, es wäre schön, dem Wolf eine Lektion zu erteilen, während er noch schlief. Sie zogen Steine und stopften sie in den Bauch des Wolfes. Eine alte Ziege nährte seinen Bauch, aber er bemerkte nichts, bewegte sich nicht einmal. Der Wolf schlief, stand auf und verspürte einen solchen Durst in seinem Bauch, dass er beschloss, Wasser aus dem Brunnen zu trinken. Er nährte sich kaum dem Brunnen, bückte sich zum Wasser und schwere Steine zogen ihn auf den Boden des Brunnens. 7 Kinder sahen das und begannen vor Freude mit ihrer Mutter zu tanzen. So haben sie dem bösen Wolf eine Lektion erteilt.